Es ist geschafft. Ganondorf ist wahrscheinlich mit eingestürzt. Und das sind die restlichen Trümmer, die übrig geblieben sind vom Turm. Es ist vorüber. Alles. Oh ja, das ist es, Zelda. Das ist es. Pui. Tut mir leid, dass ich dir im Kampf nicht helfen konnte. Nicht schlimm, Navi. Überhaupt nicht schlimm. Was ist denn jetzt los? Huh? Reden wir mit Zelda. Was ist das für ein Geräusch? Ja, mein Schwert. Ganondorf, bist du es? Lebst du etwa noch? Ganondorf. Hallo? Was zum... Eine Feuerbarriere. Oh, es kann nur eins bedeuten, natürlich. Er lebt. Natürlich lebt er, diese Bestie. Und er aktiviert seine Kraft des Triforce. Wow, okay. Beruhig dich, Kumpel, beruhig dich. Alles wird gut. Wir können das. Ach du Schande. Wir können das alles klären, wir können das alles klären. Ach du heilige Ganon. Oh Gott, Leute. Oh, das Master Schwert. Diesmal hat er keine Macht mehr über mich. Wir kämpfen gemeinsam. Der endgültig letzte Kampf. Die Bestie in Ganondorf ist erwacht. Ganon. Ich muss mal gucken. Wir können ja trotzdem. Er hat ja nur das Master Schwert weggeworfen. Ich glaube, wir können trotzdem das Bigeron Schwert verwenden. Ich bin mir nicht sicher. Ich hoffe es. Aber es sieht gut aus. Ja. Das Bigeron Schwert ist dennoch unser. Na, wir haben Informationen über Ganon. Ganon, ich habe keine Ahnung, wo sein Schwachpunkt liegt. Ein Schwachpunkt. Eieiei, dieser Schaden. Es ist so dunkel hier. Da ist sein Schwachpunkt, Navi. Da ist sein Schwachpunkt. Da ist sein Schwachpunkt. Da komm schon. Oh, wie schnell er ist. Holy moly. Okay. Eieiei, Feuer. Oh, ich hab das Feuer vergessen. Ich hab das Feuer vergessen. Ich glaube, das tut ihm ganz schön weh. Ich hoffe es zumindest. Und... Wir hauen einfach kräftig drauf. Der hält natürlich deutlich mehr aus. Es ist natürlich der Endboss. Der letzte große Kampf. Diese Musik, ja. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Ich hoffe es einfach. Oh, es sieht auch nicht verkehrt aus. Ah, Mann. Die Frage, müssen wir da einfach rausschlagen oder mit den Lichtpfeilen was machen? Oh. Ja, wir hatten gerade Glück und das war einfach der letzte Schlag, oder wir müssen wirklich mit Lichtpfeilen rauf. Pui, das Masterschwert. Es ist hier. Schnell. Okay. Wir holen das Masterschwert, weil Prinzessin Zelda es gesagt hat. Ah, es ist wieder unser Besitz. Fühlt sich wesentlich besser an. Bringen wir das Ganze. Aua! Sollen wir das Ganze mit dem Masterschwert zu Ende bringen? Ich weiß ja nicht. Na komm, wir bringen es mit dem Masterschwert zu Ende. Natürlich wäre es mit dem Bigeron Schwert schneller vorbei, aber das Master Schwert ist nun mal das Schwert.
mit dem man das Ganze beenden soll. Ob ich durchgehauen darf. Danke. Einmal durch den Schwanz und dann raufgeschlagen. Das ist eigentlich kein schwieriger Kampf. Man muss halt nur ein bisschen, so wie ich jetzt gerade nicht, aufpassen. Dann ihm Lichtfeuer in die Fresse hauen. Durch seine Beine sich rollen zum schnellsten und dann wieder auf den Schwanz hauen. Und immer raufschlagen. Und wie ein Schlitz. Und das sah gut aus. Ganondorf am Boden. Wow. Was ist das denn? Zelda, was kannst du da? Hättest du es nicht schon früher machen können? Ich versuche, Ganon mit meiner Kraft zu bannen. Nimm du das Schwert und versetze ihm den Todesstoß. Ihre Kraft hält nicht länger. Wir bekommen nochmal eine zusätzliche Kraft. Und können Ganondorf nun den letzten Todesstoß versetzen. Auf Wiedersehen. Stirb, Ganondorf! Ihr Erschaffer Hyrules. Öffnet das versiegelte Portal und schickt diese Kreatur des Bösen in den Abgrund der Hölle. All unsere Freunde zusammen können Ganondorf versiegeln und die Welt retten. Sammelt eure Kraft und verbannt Ganondorf. Du widerlicher! Ich verfluche dich, Zelda! Ich verfluche euch, ihr Weisen! Ich verfluche dich, Pui. Eines Tages werde ich dieses Siegel brechen. Und dann werde ich eure Nachfahren auslöschen. Das werden wir ja sehen, Ganondorf. Das werden wir ja sehen. Wer hier wen auslöscht. Solange das Fragment der Kraft in meiner Hand ist. Die Welt ist gerettet. Unfassbar. Die Welt ist tatsächlich gerettet. Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Danke, Pui. Dank deiner Hilfe
ist es gelungen, den Großmeister des Bösen in das Reich der Hölle zu verbannen. Nun wird wieder Frieden herrschen. In unserer Welt, hoffentlich für alle Zeit. Ich bin schuld an all dem Unheil, das über Hyrule kam. Ich war zu jung. Ich konnte noch nicht wissen, welche Fairnisse sie mir auftun würden. Ich habe dich in all das hineingezogen. Nun ist es an der Zeit, meinen Fehler wieder gut zu machen. Leg nun das Masterschwert aus deinen Händen und schließe so das Zeitportal. Die Verbindung zwischen den Zeiten sei für immer gelöst. Pui, gib mir die Ocarina. Als eine der Weisen habe ich die Gabe, dich in deine Zeit zurückzubringen. Okay, wenn du das möchtest, Zelda. Wenn es so sein soll. Es fällt dir auch nicht leicht, das sieht man. Nun herrscht wieder Frieden, Hyrule. Und nun ist es für uns an der Zeit, Abschied zu nehmen. Aber wir können es auch in der Vergangenheit sehen. Auch wenn du dich dann an all das hier nicht erinnern wirst, Zelda. Geh nun, Pui. Hole die verlorenen 7 Jahre nach. Gehe nach Hause, dorthin, wo dein Platz ist. Als der du aufwuchst. Und Zelda spielt ein letztes Lied. Das Lied, was uns zurück in unsere Zeit bringen soll. Und all dies Schrecken. All diese Schrecken vergessen lassen soll. Danke, Pui. Lebe wohl. Aber wir haben es geschafft, das ist das Wichtigste. Die Welt ist gerettet. Und das war The Legend of Zelda Ocarina of Time. Und wir haben es geschafft, Leute. Wir haben tatsächlich Ocarina of Time durchgespielt. Ha, endlich. Lange hat es gebraucht, mein bisher längstes Projekt, aber definitiv für mich persönlich das Schönste. Einfach, weil es mein absolutes Lieblingsspiel ist, weil ich es liebe, weil ich froh bin, es wieder gespielt zu haben. Und ich bin froh, es mit euch zusammen erlebt zu haben. Es ist einfach cool, einfach schön. Es gab Frustmomente, klar, das gehört dazu, das sind Spiele. Da läuft nicht alles immer so, wie es soll, wie man sich das vorstellt. Aber das gehört dazu. Und dennoch, die Geschichte macht alles wieder gut. Es war einfach ein Erlebnis und das bereue ich nicht, dass wir es zusammen erlebt haben. Und ich denke, wir werden auch uns noch ein paar Mal zu Ocarina of Time sehen, denn es gibt da ja noch Master Quest, es gibt da noch die 3D-Variante. Und ja, Zelda-Spiele allgemein werden sowieso noch kommen, das ist ganz klar. Aber erstmal diesen Abspann genießen. Die Welt ist gerettet. Zelda hat uns zurück in unsere Vergangenheit gebracht. Und wir haben das Abenteuer erledigt. Yes! Geschafft! Ein weiteres fertiges Let's Play. Es war nicht einfach. Es war nicht immer einfach. Aber es war dennoch eine schöne Reise. Und ich habe gesehen, es gefällt euch auch. Es hat euch auch gefallen. Es hat euch auch Spaß gemacht, daran teilzuhaben. Dieses wunderbare Spiel zu genießen. Und es ist wirklich, für alle, die es nicht gespielt haben, holt es nach. Wenn ihr ein 3DS habt, holt es euch dafür. Oder wenn ihr eine Wii habt, eine Wii U, dann holt es euch dafür. Oder wenn ihr sogar, so wie ich, einen N64 habt, dann spielt es auf jeden Fall darauf. Denn dafür ist das Spiel konzipiert. Und dort wirkt es einfach immer noch am schönsten, wie ich finde. Ich bin echt froh. Das war ein richtig, richtig schönes Projekt. Da sehen wir Epona. Hallo Epona. Aber als erwachsenes Pferd, nicht als Babypferd. Was soll uns das sagen? Ich weiß es nicht.
Das Wichtigste ist, dass wir es geschafft haben. Und es war einfach. Es war einfach cool, es hat Spaß gemacht. Und Ocarina of Time ist und bleibt mein Lieblingsspiel. Das kann ich hier nach auf jeden Fall sagen. Ich finde immer noch, dass dieses Spiel nach all den Jahren immer noch nicht an Glanz verloren hat. Auch wenn natürlich die Grafik nicht mehr die schönste ist. Wie gesagt, so heute. Und dann diese Bilder. Schaut es euch mal an. Es ist einfach schön. Es sieht einfach schön aus. Es ist die alte Grafik. Es ist... Ach, ist das süß. Wie sie alle tanzen, sich freuen. Zu Salias Lied. Du, 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 du. Und alle feiern ein Fest. Was macht der Orgelspieler da? Okay. Die drei verrücktesten Typen vielleicht im Spiel. Auf einem Teppich. Man muss Link. Da sehen wir Epona. Als erwachsenes Pferd, das verstehe ich nicht so ganz. Aber wahrscheinlich ist das alles in der Zukunft passiert. Nach diesen 7 Jahren. Und deshalb sehen wir Link nicht. Bigoron. Hey. Nein, das ist Bigoron. Das andere war Minigoron. Minigoron. Die Gerudos tanzen. Die beiden anderen tanzen da auch. Die Gerudo, die Goron hier vorne und da hinten. Süß. Einfach schön. Einfach schön. Na. Wie das aussieht, die beiden. Die dann nebeneinander sitzen. Ach, du kleines Mobbingkind. Ich mag dich trotzdem. Auch wenn du so ein riesengroßes Popoloch bist. Aber was kommt denn da vom Himmel? Hoch? Ah, das sind die Weisen, die über Hyrule hinwegfliegen. Ein Special Thanks an Nintendo, den Super Mario Club und Nintendo of America. Und dort sind sie alle vereint. Salia. Naboru. Ruto. Alle sind sie da. Alle sind sie froh, dass die Welt gerettet wurde. Und dass dieses Abenteuer bestanden ist. Sehr cool. Richtig, richtig cool. Zurück in der Zitadelle der Zeit. 7 Jahre in der Vergangenheit. Während alle feiern, sind wir wieder ein Kind und dürfen ein völlig normales Leben leben. Ich weiß jetzt nicht, wo ich lieber wäre, ob ich lieber die 7 Jahre nochmal genießen würde oder ob ich halt da weitermachen würde, wo wir aufgehört haben. Denn das war eigentlich doch ziemlich schön. Navi? 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 Hallo? Navi? Okay, Navi ist einfach abgehauen. Aber das ist eine andere Geschichte, Freunde. Die wir auch noch sicherlich erleben werden. Presented by Nintendo. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal fürs Zuschauen dieses wunderbaren Let's Plays. Wir sehen uns auf jeden Fall hoffentlich bei einem anderen Let's Play, mit dem wir dann genauso viel Spaß haben werden. Retro macht mir definitiv Spaß, da wird mehr kommen. Wir sehen Zelda nochmal, die durchs Fenster schaut. Und Link. Wir haben diese Szene schon einmal gesehen. Hinten sehen wir Bowser und Luigi. Was ist los, Zelda? Was ist los? The Legend of Zelda Ocarina of Time. The End. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Freunde. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ja, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, lasst eine Bewertung da. Feedback würde mich sehr, sehr freuen. Ein Abo natürlich auch. Und ja, es wird noch viel, viel kommen. Weitere Zelda-Projekte. Viele davon blind, muss ich ganz ehrlich sagen. Zum Beispiel
Na, wir sagen es nicht. Ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, beim anderen Let's Play, bei einem anderen Zelda Let's Play oder was auch immer. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.